So. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ist an? Doch, jetzt. Hallo. Okay, also erstmal schön, dass ihr gekommen seid zu meinem Vortrag Raus aus dem Funkloch Deutschland, ab nach Afrika. Das ist der blödste Titel, der mir eingefallen ist. Erstmal ganz kurz, wer bin ich? Ich bin der Christian. Ich bin seit 2012 Mitglied im Backspace, dem Hackerspace, der das Ganze hier, der die IGA organisiert. Ich fahre seit 2012 regelmäßig bis zu 2-3 Mal im Jahr nach Afrika, hauptsächlich Westafrika. Bereise da die Länder Marokko, Senegal, Mauretanien, aber auch weiter südlich, Senegal, Guinea, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia zum Beispiel. Ja, genau. Und seit 2020 habe ich noch einen YouTube-Kanal, den ich Anfang 2020 angefangen hatte als Reisekanal. Dann kam aber leider was dazwischen, warum ich umgeswitcht bin auf Reparaturvideos von meinen MB-100-Bussen. Möchte aber dort in Zukunft wieder mehr, wenn es irgendwann wieder vernünftig geht, mehr Reisevideos machen, gerade über Afrika. Also könnt ihr gerne mal vorbeikommen, der heißt The Journey Ahead. Genau. So, kurz über mich. Dann, worüber sprechen wir? Also wir sind jetzt hier, wie gesagt, meine Erfahrungen gehen jetzt hauptsächlich über Westafrika. Es ist nicht allgemein für Afrika. Afrika ist ein riesiger Kontinent. Man vergisst oft, wie groß das dieser Kontinent ist, weil er auf der Karte wegen Projektionen falsch dargestellt wird. Der wird, sieht auch so winzig aus, aber es ist einfach eine riesige Landmasse, wo unzählig viele verschiedene Menschen leben. Und ich bin hauptsächlich hier in diesem westlichen Teil unterwegs, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Und dort mache ich Reisen, also in erster Linie mit einem Bus. Ich habe jetzt zwei längere Reisen durch Westafrika, durch diese südlich westafrikanischen Länder gemacht. Also was heißt südlich, hier zentralafrikanisch würde ich jetzt eher sagen, wo ich in der ersten Reise 2018 habe ich, wie gesagt, Marokko, Mauretanien, Senegal bereist, dann über Guinea, durch Sierra Leone, über Guinea zurück nach Mali und dann in Burkina Faso. Dort haben wir die Autos verkauft und sind zurückgereist. Und die zweite Reise war etwas länger, die ging über Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, wieder über Guinea nach Mali und Burkina Faso. Und ein wichtiger Punkt für unsere Reisen, auch dass diese Reisen so stattfinden können, wie ich das gerne hätte, ist natürlich eine gute Netzverbindung. Und da kommt uns Afrika sehr zugute, weil ich meine, hier bist du irgendwo in der Bamba, obwohl da Häuser um dir rum sind und Dörfer, hast du hier oft kein Netz in Deutschland. Da sind wir echt noch weit zurück. Genau. So, das ist jetzt so das typische Bilderbuchdorf in Afrika. Strohhütten, die findet man auch gerade in der Sahelzone massenweise. Und als gute Faustregel, also ich habe schon solche Dörfer erlebt, ist nicht selten, da hast du perfekten 4G-Empfang. Denn Faustregel ist in Afrika da, wo Menschen wohnen, ist eigentlich auch Netz ausgebaut. Ich meine, die meisten Menschen in Afrika wohnen dann eher in dieser Variante, in den Städten. Das Land hat einen großen Bevölkerungsschwund, die Städte einen sehr riesigen Zuwachs. An sich hat ja Afrika einen gewaltigen Bevölkerungszuwachs. Die meisten Länder sind 50%, also gerade in Westafrika, Sierra Leone zum Beispiel, hat 50% der Einwohner sind unter 18 Jahre. Und ja, und diese Menschen möchten halt auch einfach alle kommunizieren. Und da macht sich halt einfach ein Netzausbau sehr wichtig, Ja, denn warum ist das Netz eigentlich in Afrika an sich so gut? Ich meine, wir haben bei uns in Deutschland ein bestimmt teilweise schon 100 Jahre altes Kupferfasernetz, also Kupfernetz mit ein Glasfaser erweitert. Das ist da, das wird verwendet, es ist oft schrottig. Das haben die in Afrika oft nicht. Zwar sind die Städte, kannst du genauso wie bei uns einen DSL-Anschluss buchen, aber auf dem Land raus, irgendein Dorf hinter der dritten Düne, da an Kupfer hinzulegen, das lohnt sich von den Kosten her nicht. Aber jetzt so einen Funkmast hinzustellen, ist relativ günstig. Der kann dort komplett autark über Solar versorgt werden. Und du kannst eine riesige Fläche abdecken. Du hast auch, gerade in der Wüste, hast du relativ wenig Hindernisse, wenn du den auf den Berg stellst. Und dieser Ausbau geht auch extrem schnell voran. Auf meiner ersten Reise von 2012 hatten wir noch nicht flächendeckend 3G, ich rede jetzt hier von der also Städte sowieso, aber jetzt hier auch in Wüstenregionen, in der marokkanischen Wüste, wo du eine halbe Stunde lang durch die Wüste fährst und kein Dorf siehst, nichts,
da war noch nicht so viel 3G, aber jetzt mittlerweile ist da eigentlich fast überall 4G ausgebaut. Und die bauen jetzt auch gerade in den Städten, bauen die schon seit Jahren jetzt auf 5G aus und sind da einfach weiter als bei uns. Genau, auch hier ganz kurz noch, hier zum Beispiel, es wird auch, der Ausbau wird auch oft kreativ, also ist auch gerade sehr, sehr kreativ. Diese Palme, die ihr im Hintergrund sieht, die sich hinter den kleineren Palmen versteckt, ist ein Funkmast. Diesen sieht man zum Beispiel in Marokko recht gerne. Die wollen in den Städten natürlich jetzt keine hässlichen Funkmäste reinklatschen, sondern da wird halt gerne mal der Funkmast als Palme getarnt. Passt gut ins Stadtbild, erfüllt seinen Zweck und fällt auch auf Touri-Fotos nicht so auf. Okay, für was braucht man in Afrika eigentlich ein gut ausgebautes Netz? Wie gesagt, es leben sehr, sehr viele Menschen in Afrika, auch sehr viele junge Menschen. Und diese möchten was arbeiten. Vor allem, erstmal, die möchten was arbeiten. Dann Afrika, die Menschen kommen aus Großfamilien, sind aber meistens über ganze Regionen im Land, wenn nicht sogar über mehrere Länder verteilt. Das heißt, es ist ein großer Wunsch danach da, mit der Familie zu kommunizieren. Für junge Leute, die was arbeiten wollen, ist ein großer Wunsch danach, einfach mit Geschäftspartnern zu kommunizieren. Wenn ich jetzt in einem kleinen Dorf einen Laden habe und ich muss in die nächste Stadt, habe ich eine Tagesreise, um Material einzukaufen, dann möchte ich nicht auf gut Glück dahin fahren mit meinem Moped einen ganzen Tag lang, um dann zu hören, die haben gerade die Ware nicht da, die ich haben möchte, sondern ich möchte einfach natürlich dort anrufen können, vorbestellen können und die Sachen abholen lassen oder selbst abholen. Und ich habe jetzt schon mit einigen Leuten vor Ort geredet, die einfach sagen, dass einfach das Handynetz ist einfach ein zentraler Faktor für die Wirtschaft, um das Ganze sehr, sehr voranzubringen. Genau. Dann hier mal kurz ein Beispiel, wie so die restliche Infrastruktur in Afrika oft aussieht, weil das Handynetz ist natürlich sehr gut ausgebaut, aber die Straßen sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Man kann es nicht auf Bildern fassen, wie oft diese Hauptverkehrswege sind. Es gibt auch sehr viele Teerstraßen, auch sehr viele gut ausgebaute Teerstraßen, oft zwischen den größeren Städten, aber das ist nicht die Regel. Wenn man auf dem Land wohnt, dann hat man meistens eher solche Hindernisse zu überqueren. Oder hier, also Straßen, also man muss das erlebt haben, um mal zu sehen, wie diese Straßen gerade nach der Regenzeit, wenn die komplett ausgewaschen sind, aussehen. Und wie gesagt, auch Teerstraßen, eine Teerstraße ist nicht immer wie bei uns zu verstehen, als eine schöne, saubere Straße, wo ich mit 100 km/h langbrettern kann. Eine Teerstraße kann sich von Schlaglöcherpiste hin über Teerfetzen zu einer Piste, die nur noch an wenigen Teerresten als Teerstraße zu erkennen ist, innerhalb von wenigen Tagen oder Jahren in der Regenzeit wandeln. Ja, und da ist es natürlich umso wichtiger, dass ich gut kommunizieren kann. Ja, auch noch hier typische Fähre in Afrika. Genau. Dann, stopp, eins zu weit. Genau. Wie gesagt, das Netz in Afrika ist sehr gut ausgebaut. Aber was kostet das Ganze da so? Ich meine, Telefonieren an sich ist sehr günstig, aber was mich jetzt auf meinen Reisen natürlich meistens mehr interessiert, sind dann eher so die Kosten für Datentarife. Ich meine, ich habe jetzt hier als Beispiel mal zum Beispiel hier die Kosten in Marokko, da interessiert uns jetzt hier unten links diese Tariftabelle. Das ist mittlerweile leider etwas preislich veraltet, aber vor 8 Jahren waren die Preise schon genauso. Da habe ich hier für 100 Dirham zum Beispiel 10 Gigabyte für einen Monat bekommen. Das reißt jetzt heutzutage bei uns keinen mehr vom Hocker, aber ich habe vor 8 Jahren habe ich bei uns in Deutschland für 10 Euro keine Prepaid-Karte bekommen mit 10 Gigabyte, die ich vor allem, wenn die aufgebraucht war, auch einfach wieder mit einer Ruppelkarte aufladen konnte. Marokko ist ein relativ günstiges Beispiel, wobei mittlerweile haben andere Länder nachgezogen, zum Beispiel der Senegal. Hier ist die Währung der CFA. Der CFA ist der marokkanische Dirham ist 1 zu 10, der CFA ist 1 zu 640 oder 680, glaube ich. Das heißt, 10.000 CFA hier für 15 Gigabyte, das sind dann um die 15 Euro und da 25 Gigabyte für um die 22 Euro. Also auch hier bin ich wieder in einer ähnlichen Preisregion wie in Marokko. Aber nicht alle Länder sind so günstig. Zum Beispiel Burkina Faso ist dann etwas teurer. Hier 8.000 CFA bekomme ich nur 5 Gigabyte. Aber das sind jetzt die relativ großen Tarife. Die meisten Einheimischen verwenden diese großen Tarife gar nicht. Es gibt auch sehr, sehr viele kleine, günstige Tarife, wo ich mal, wenn ich eben kurz mal Internet brauche, um eine E-Mail zu schicken,
klicke ich mir mal eben kurz für ein bisschen Taschengeld ein paar Megabyte oder mal für einen Tag einen Tagestarif, verschicke meine Sachen und die restliche Zeit, wo ich es nicht nutze, zahle ich dafür nichts. Genau. Dann, wo kann ich in der Afrika SIM-Karten kaufen? Das ist auch wieder unterschiedlich. In den meisten Ländern in Westafrika hat sich mittlerweile Orange breit gemacht, die da eine sehr große Infrastruktur an Läden aufgebaut haben, die eigentlich sehr vergleichbar sind mit Telekom-Läden bei uns. Die fallen da unten auch ziemlich aus dem Raster, weil die glänzend blitzblank top gepflegt sind und wenn daneben der etwas staubigere Lebensmittelladen ist, dann passt das nicht so ganz ins Bild. Vor allem nicht, wenn man irgendwie mitten im Nirgendwo in einer kleinen Stadt von der Staubstraße reinkommt in so einen klimatisierten Raum und wo man erstmal auf dem Display eine Nummer sich drücken muss, bis man zum nächsten Kundenberater kommt. Auch SIM-Karten, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Das gehört zum Point of Venture, aber habe ich jetzt vergessen. Egal. SIM-Karten kaufen ist auch in verschiedenen Ländern natürlich unterschiedlich reguliert. Zum Beispiel Marokko, da war es vor einigen Jahren noch so, dass ich ohne Probleme aber jedem Straßenhändler eine SIM-Karte kaufen konnte. Das wurde dann kurzfristig mal geändert zu nur noch im Marokk-Telekom-Laden gegen Personalausweis und mittlerweile haben sie es wieder zurückgeändert. Die meisten anderen Länder verlangen irgendwie einen Reisepass oder anderes Ausweisdokument. Da kann man nur in speziellen Läden die SIM-Karten kaufen. Geht aber ohne Wohnsitz, ohne alles reinmarschieren, sagen, ich hätte bitte gerne eine SIM-Karte. Am besten ein passendes Handy, das man schon vorher auf die Landessprache umgestellt hat oder auf die vorwiegende Amtssprache, auf den Ladentisch legen und sagen, hier bitte mach mal Internet. Funktioniert eigentlich ganz gut. In Mali zum Beispiel kann man aber auch SIM-Karten einfach bei Straßenhändlern kaufen. Meistens junge Kerls, die da mit so einem Orange-Mäppchen durch die Gegend laufen und SIM-Karten verchecken, die richten einem das Ganze auch ein. Ist eigentlich eine nette Sache. Genau hier. Dann ein ganz anderes, wichtiges, großes Thema in Afrika, wo sie jetzt bei uns schon weit voraus sind, was bei uns jetzt ja erst die letzten Jahre kommt, dass man mit dem Handy bezahlen kann. Was ja jetzt bei uns die letzten Jahre durch Kontaktloszahlung ja immer mehr ist, ist zwar in Afrika vielleicht nicht technisch so weit fortgeschritten, aber seit Jahren trotzdem gang und gäbe, dass das Handy quasi als eine Art Brieftasche verwendet wird. Ich kann auf mein Handykonto kann ich Geld aufladen, zum Beispiel als an solchen Orange Money Stands. Dieses Geld kann ich dann entweder zum Telefonieren verwenden oder um Internettarife zu kaufen. Ich kann es aber auch verwenden, um damit Sachen zu bezahlen. Ich kann es Bekannten, Verwandten, Geschäftspartnern, Kunden etc. schicken oder von denen Geld empfangen gegen eine gewisse Gebühr. Und ja. Und dadurch habe ich halt eben gerade die Möglichkeit, größere Geldbeträge relativ schnell auszutauschen, ohne dass ich mit Papiergeld rumspielen muss, was leider in Afrika auch öfters mal ein Problem sein kann. Weil in einigen Ländern, zum Beispiel in Guinea oder in, ja, glaub, doch Guinea ist es, ist der größte Geldschein ein Zehntausender. Das hört sich jetzt viel an, aber der Zehntausender ist ungefähr 1 Euro wert. Das heißt, man kann sich das mal hier vorstellen, das ist das jetzt ein größerer Geldbündel, das sind ungefähr, haben wir an der Tankstelle gewechselt, knapp 400 Euro. Und das ist, so sieht es aus, wenn man in Afrika mal an der Bank Geld abheben möchte, um sich etwas zu kaufen. Da schleppt man halt zur Not mal im Reissack das Geld raus. Aber richtig riesige Geldmengen sind das auch nicht, aber man hat ganz schön zu schleppen. Da ist es natürlich viel einfacher, wenn man sich jetzt ein Auto kaufen will oder einen Esel oder weiß Gott was, einfach kurz sagen kann, ich schiebe dir über mein Handy-Account Geld rüber und man hat die Sache hinter sich. Hier auch nochmal so Geld zählen in Afrika in der Bank. Wird dann meistens als so schöne kleine Backsteine gebündelt, damit es ein wenig handlicher wird. Genau. Wo war ich jetzt? Ganz kurz nochmal zurück. Genau, und an diesen Also jetzt an diesen Ständen, ich kann auch direkt hier Geld von A nach B senden und
ist halt eine ganz schöne Gelderleichterung. Das ist schon seit teilweise über 10 Jahren in vielen Ländern der Standard, wird sehr viel genutzt. Natürlich fallen dabei Gebühren an, aber bevor ich jetzt irgendwie einen 200-Kilo-Sack Geld zu jemandem schleppen muss, um mir ein Haus zu kaufen, mache ich es dann doch lieber per Überweisung, zum Beispiel über dem Handy. Okay, weiter. Hier nochmal so eine ganz kurze Übersicht über die Gebühren. Die richten sich meistens in verschiedenen Ländern, ist unterschiedlich, wegen prozentual oder über feste Tarife. Hier ist es jetzt von Senegal, glaube ich, müsste das jetzt hier sein, in CEFA. Man hier sieht zum Beispiel 1 bis 495 CEFA, also unter 1 Euro zahle ich irgendwo 25 CEFA, das sind nicht mal 10 Cent Gebühr, hier 5 Cent Gebühr. Genau. War es das schon? Ach ja, genau. Und ist leider jetzt ein kurz geworden, der Vortrag. Aber vielleicht habt ihr noch Fragen. Irgendwie, ja? Wie ist denn das dann mit dem Roaming? Roaming. Ja, du brauchst leider, für, also die Frage ist ja, ob ihr alle gehört habt, Roaming in den verschiedenen Ländern. Die Länder sind zwar, wie gesagt, ziemlich nah beieinander. Die Familien sind, es sind auch viele Großfamilien über mehrere Länder verteilt, aber man braucht leider für jedes Land sein eigenes Netz. Die Länder haben natürlich, du hast natürlich einen Roaming-Tarif. Kannst also mit deiner Senegal-Karte kannst du auch in Guinea telefonieren, aber zu ähnlichen Roaming-Gebühren wie bei uns auch, also bevor jetzt bei uns vereinheitlicht wurde. Aber leider ist sie da in dem Fall noch nicht ganz so weit, aber es kommt, glaube ich, auch noch, dass du bald in verschiedenen Ländern halt eine SIM-Karte hast. Also ich hoffe das zumindest, weil das würde für mich jetzt auf den Reisen um einiges das Ganze erleichtern. So, was haben wir am noch Fragen? Ja? Ach ja, Mikro, ist ja noch besser. Dankeschön. Ich wollte fragen, wie sieht das denn mit der Verwendung von Mobilfunk bei den Einheimischen aus? Also gerade Zahlen mit dem Handy oder weitere Verwendung? Wie? Ich verstehe jetzt die Frage leider nicht ganz. Wie die das unter sich verwenden oder? Ja, genau. Das war ja mehr von den... Ihr wart mehr aus meiner Reisesicht. Aber ich meine, die Einheimischen verwenden das Handy, wie wir auch. Die kaufen sich halt viel. Es sind sehr viel Prepaid-Tarife verbreitet. Es gibt auch es gibt auch Verträge und dergleichen wie bei uns. Und das Handy wird eigentlich verwendet wie bei uns. Also es ist weit verbreitet. Es hat fast jeder ein Handy. Es sind auch sehr viel die klassischen Tastenhandys verbreitet, gerade bei der ärmeren Bevölkerung, aber man trifft alles an. Also es ist nicht unüblich, dass da im Buschtaxi sitzt einer, der mit einem uralten Nokia irgendwie gerade SMS schreibt, neben einem, der das nagelneueste iPhone hat. Das ist da definitiv nicht unüblich, aber sonst ist es eigentlich sehr vergleichbar mit uns und es wird auch sehr viel genutzt. Also wer ein Handy hat, der nutzt es auch regelmäßig und ständig. Also, ja. Ja, und noch Fragen? Ganz hinten. Du hast gesagt, es gibt so ein Bezahlsystem namens Orange Money. Ja. Gibt es da auch alternative Bezahlsysteme und wie ist die Interoperabilität zwischen diesen Systemen? Also kann ich dann von einem Bezahlsystem auf das andere problemlos überweisen? Gibt es da eine Konkurrenzsituation oder wie sieht das aus? Also es gibt... auf jeden Fall, also Orange Money ist eines der verbreitetsten in den meisten Ländern. Es gibt in vielen Ländern auch alternative Systeme von anderen Handynetzbetreibern. Inwieweit dass die jetzt genau miteinander kompatibel sind, kann ich jetzt leider nicht sagen. Es gibt definitiv Möglichkeiten, vom einen ins andere Netz Geld zu schieben, aber da sind natürlich meistens die Gebühren horrend. Da ist es wahrscheinlich oft einfacher, sich bei der einen an so einer Bezahlstation Geld auszahlen zu lassen und bei der anderen wieder einzahlen zu lassen. Aber eigentlich ist de facto Orange Money in den meisten Ländern der Standard, ähnlich wie bei uns zum Beispiel PayPal. Und ja, genau. Haben wir noch jemanden? Da hinten. Ja.
So, Orange Money ist dann quasi, weil Orange ist ja auch ein Netzbetreiber bei denen, ja, ne? Ja, genau, Orange ist ein normaler Netzbetreiber, ja. Also muss ich dann auch, um bei Orange Money Netz oder Geld empfangen oder senden zu können, bei einem Netzbetreiber sein oder ja, also das auch über verschiedene Betreiber? Voraussetzung ist quasi, von diesem Netzbetreiber eine SIM-Karte zu haben, Prepaid lang, es gibt auch Verträge. Und sobald ich diese Vertrag, also sobald ich diese Karte mit der Nummer habe, kann ich da Geld drauf buchen und das Geld, das ich da drauf gebucht habe, weiter verschicken oder kann Geld empfangen. Aber quasi, dass ich mir irgendwo eine SIM-Karte hole, ist die Grundvoraussetzung. Wobei, du kannst auch an diesen Blechbüchsen, die ja oft, die ich hier gerade gezeigt habe, die ja viel in den Städten rumstehen, da sitzt dann meistens ein Mitarbeiter drin, da kannst du auch einfach hingehen, kannst dein Geld auf den Tresen knallen, die Telefonnummer und kannst sagen, bitte an diese Telefonnummer dieses Geld hinüberweisen. Also, okay. Also Orange ist quasi so der große Anbieter sowohl für das Netz wie auch fürs Bezahlen. Ja, so für Kleinbezahlen. Es gibt natürlich auch es gibt auch traditionelle Banksysteme mit Banküberweisungen und so. Das gibt es auch noch, aber halt alles, wo wir jetzt heutzutage zum Beispiel PayPal verwenden, fällt halt dort eher auf Orange Money zu. Oder halt auf alternative Betreiber. Okay, danke. Ja. Noch jemand? Sehe niemand mehr? Na gut, dann möchte ich mich erstmal fürs Zuhören bedanken und wünsche euch noch viel Spaß auf der IGA und bis zum nächsten Mal. Adios.